Ich bin heute aus Nürnberg gekommen, um mit euch ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen Massenüberfremdung und den täglich präsenten Asylwahnsinn. Ich gebe einen kurzen Blick in meine Heimat Nürnberg. Wir haben mehr als eine 500.000 Einwohner. Nürnberg galt als die deutscheste Stadt aller deutschen Städte. Mittlerweile gleicht die Stadt in vielen Teilen einem kriminellen Moloch. Fast jeder zweite Einwohner ist nicht der deutsche Herkunft. Der deutsche Nachwuchs ist längst in der Minderheit, genauso wie die Deutschen in den Stadtteilen. Es sind teilweise Stadtteile, die einen Migrationsanteil von bis zu 80% aufweisen. Darauf ist die ordentliche Presse auch noch stolz. Damit ist Nürnberg nach der gar nicht so weit von hier weggelegenen Stadt Frankfurt am Main die überfremdetste Großstadt in Deutschland. In Bühlingen ist laut offizieller Statistik jeder vierte nicht deutsch. Die Tendenz steigt genauso wie die Kriminalitätsrate. Und das passiert, während die Politiker, die sich Migranten als billige Arbeiter reingeholt haben, in ihren fetten Villen sitzen und damit weit weg von kriminellen und gewaltbereiten Ausländerbanden. Als in Sebnitz Josef Abdullah ertrunken ist, da war es in der ganzen BRD präsent. Rechter Terror und mordende Nazis. Es stand auf den Titelseiten aller Zeitungen. Ein 6-Jähriger von 50 Neonazis jämmerlich in einem Spaßbad ertränkt, vor den Augen der Badegäste. Die Stadt Sebnitz bezahlte der Familie gar 60.000 Mark. Die ganze Republik kannte das Gesicht und die Familie durfte weiterhin ihre haltlose Unwahrheit verbreiten. Bis dann endlich die Wahrheit ans Licht kam, dass Josef Abdullah nämlich nicht ertränkt wurde, sondern an einem Herzanfall gestorben ist. Während solche Geschichten gerne aufgegriffen werden, um die Kollektivschuld der Deutschen zu wecken und die Stimmung gegen nationale Gruppen zu machen, kommen Deutsche, die Opfer ausländischer Täter wurden, kaum in den Medien. Wer hat zum Beispiel schon mal vom Fall der Lottoladen-Oma Frieda Hosse aus Nürnberg gehört? Frieda war in ihrem Stadtteil eine beliebte Persönlichkeit. Mehr als 30 Jahre führte sie im Nürnberger Südwesten einen Schreibwarenladen. Sie hat die Kinder einer anliegenden Schule gerne mit Süßigkeiten versorgt und war immer hilfsbereit. Bis zu dem Morgen, als die beiden Asylbewerber Rachid und Ali ihre Gelegenheit nutzten, um die alte Frau zu überfallen. Sie schlugen sie zu Boden. Danach fesselten und knebelten die beiden Täter sie und zerrten sie in den hinteren Teil des Ladens. Dort angekommen, fixierte der eine sie, da sie sich nach Kräften wehrte, während der andere sie brutal erdrosselte. Die beiden flohen anschließend mit ein paar erbeuteten Stangen Zigaretten. Wo waren die Menschenkämpfe und der Aufschrei? Natürlich gab es keine. Der Täter war natürlich Asylbewerber und das Opfer deutsch. Solche Fälle ereignen sich täglich überall in Deutschland. Jeden Tag müssen Deutsche um ihr Überleben kämpfen. Jeder Deutsche sollte regelmäßig Kampfsport betreiben. Es sollten Bürgerwehren gebildet werden. Auf Jahren können wir uns nämlich nicht mehr verlassen. Wir Deutsche sind mittlerweile freiwillig in diesem Land. Eine Bürgerwehr sollte sich allerdings nicht nur zum Schutz gegen kriminelle Migrantenclans bilden. Wichtiger ist es, dass wir Deutsche uns gegen die Herrschenden zusammenschließen und uns wehren. Man muss über das Verhalten dieser Kulturbereicherer reden, denn diese tragen selbstverständlich eine Eigenverantwortung. Man muss aber auch die andere Seite klar benennen. Der wahre Feind, der das alles überhaupt zu verantworten hat, das sind die Großkapitalisten, die Kipperträger an der Ostküste. Das sind unsere Politiker und die der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft. Die Welt erlebt aktuell eine unfassbar riesige Völkerwanderung, teils bewusst verursacht vom Westen. 1 Million Flüchtlinge werden alleine dieses Jahr auf Deutschland erwartet. Das Geld, das dafür verwendet wird, um diese Leute hier aufzunehmen, das könnte man investieren, um sichere Zonen in ihren Heimatländern einzurichten.
So können die Leute, die tatsächlich vor Krieg fliehen, schneller wieder in die Heimat zurückgeführt werden und die reale Gefahr der Überfremdung Deutschlands gemindert werden. Doch das möchte der Staat nicht. So versucht er doch, langfristig von den Flüchtlingen als billige Arbeiter zu profitieren. Diese Entwicklungen sind bewusst, verursacht und gewollt. Eine der Ursachen liegt in der immensen destabilisierenden Wirkung, die die imperialistische Politik seit Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts ungehindert entfachen konnte. Setzte die Sowjetunion diesem zügellosen Treiben der westlichen Mächte noch gewisse Schranken, so ist seit dem Untergang dessen die hemmungslose Politik des US-Imperialismus bis in den letzten Winkel des Planeten zu spüren. Konsequent wurden große Weltregionen komplett ins Chaos gestürzt. Angefangen von den ehemaligen Ostblockstaaten bis hin zur Ukraine, der arabischen Welt, Irak, Libyen, Syrien bis nach Afghanistan. Angeblich um Demokratie zu bringen oder den Kampf gegen den Terror zu führen. Doch das sind alles nur Propagandalügen, um ihre aggressive Expansionspolitik zu bemänteln. Die Folgen soll jetzt natürlich wieder das Volk tragen, insbesondere das deutsche Volk. Es ist wichtiger, die Verursacher und Nutznießer der Krise zur Rechenschaft zu ziehen. So wie bei der Bankenkrise und der Griechenlandrettung die arbeitende Bevölkerung zur Kasse gebeten wurde, so soll heute wieder die Allgemeinheit die Folgen tragen. Nicht das deutsche Volk hat Hochrisikogeschäfte in Kriegsgebieten. Nicht das deutsche Volk hat Hochrisikogeschäfte abgewickelt oder Waffen in Kriegsgebiete verkauft und sich dabei dumm und dämlich verdient. Es sind die Kapitalisten und ihre Helfershelfer. Der Kampf kann nur gegen das System, welches für Öl und Geld in fremde Länder einfällt, geführt werden. Die Kriegsgewinner müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ihre Willen sollen mit Asylanten belegt werden und nicht die Turnhallen unserer Kinder. Ihr Geld soll dazu benutzt werden, den Schaden aufzuräumen, den sie verursacht haben. Nicht nur in deren Ländern, vor allem in Deutschland. Nicht das Geld soll den Ärmsten unseres Volkes geraubt werden und unsere Obdachlosen weiter auf der Straße versauern lassen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die überparteiliche Großdemonstration in Nürnberg hinweisen, die sich gegen die Überfremdung unseres Landes und die kapitalistischen Zustände in diesem BRD-System dreht, gegen das wir demonstrieren. Hier in Büdingen fordern wir unterdessen den sofortigen Einwanderungsstopp. Wir wollen unsere Kultur erhalten und keine Parallelgesellschaften oder die zwanghafte Familie.